So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Vorteile eines 50 Kubik Viertakters, wenn es überhaupt Vorteile gibt. Normalerweise könnte ich das Video jetzt beenden, weil es für mich persönlich gar keine Vorteile gibt. Beziehungsweise richtige Vorteile. Ja doch, aber wir bleiben fair. Es gibt schon ein paar Punkte, die, ja, man kann sie so als Vorteile durchgehen lassen. Es kommt jedenfalls ein Video mit den ganzen Nachteilen von Viertaktern und das wird wahrscheinlich ein langes Video. Da gibt es viele, viele Nachteile. Also mehr Nachteile als Vorteile, finde ich. Egal. Wir bleiben fair und es gibt auch ein Vorteilsvideo von Viertaktern bei 50er Rollern. Und ja, ein Vorteil wäre halt, ein guter Vorteil ist halt beim Viertakter, dass man halt kein Zweitaktöl, also Motorenöl nachschütten muss. Da spart man sich auf jeden Fall Geld. Ja, das ist ein Vorteil. Sonst, ja, kann ich das Video erst beenden. Im Grunde ist es fast so. Mir fällt fast gar nichts mehr ein, was ich dazu sagen soll. Ich würde am liebsten sagen, Viertakter hat Leistung, aber ein Viertakter hat eben bei 50 Kubik gar keine Leistung. Wie gesagt, halt, man braucht kein Öl. Und ja, was gibt es noch eigentlich vom Vorteil von Viertaktern? Ja, der Motor hält länger und allgemein ist wartungsärmer als ein Zweitakter und ja, ist wie gesagt wartungsärmer und halt schon den Motor mehr ein Viertakter als ein Zweitakter, sonst ja, haben wir es ja eigentlich schon. Ich kann mir alle zustimmen, dass es wirklich so ist, dass von 4-Takt 50 Kubik es sehr schwer ist, das Vorteil herauszufinden. Außer dass halt die zwei Punkte, die ich gerade gesagt habe, ja, vielleicht, ja genau, ist halt auch umweltschonender als ein 2-Takter, das kann man sagen. Es ist viel besser als für die Umwelt als ein 2-Takter, deutlich besser. Die schaffen auf jeden Fall die besseren Euro-Abgasnormen als ein Zweitaktor. Sonst, ja, das waren die Punkte eigentlich. Könnt ihr gerne Kommentare schreiben, ob ihr mehr Punkte findet, also mehr Vorteile bei 50 Kubik eines Viertakters. Also mir fällt jetzt momentan nichts mehr ein, außer die Punkte, die ich gerade aufgezählt habe. Schreibt es mir in die Kommentare. Also es kommen auch im Nachteilvideo wahrscheinlich, aber da brauche ich ein bisschen mehr Zeit, weil es eine lange, lange Liste wohl sein wird oder eine gravierende Liste. Jo, das war's zum Video, macht's gut und schreibt's mir in die Kommentare, abonnieren ist nicht verboten, genauso wie liken und jo, man sieht sich beim nächsten Video, macht's gut, ciao.